Okay, Friends, das ist wirklich jetzt ein bisschen gruselig. Der FC Bayern hat seinen späteren Gegner vorhergesehen. Was war da heute los? Also, erste Auslosung heute war ja Bayern gegen Atletico Madrid. Dann gab es diese große Panne und dann wurde alles neu gemacht. Aber erstmal Bayern gegen Atletico Madrid. Allerdings posteten die Bayern ein Foto, auf dem man erkannte, dass die Bayern so also in einem Bayern-Kart gegen einen RB Salzburg-Kart fahren. Ja, unter anderem mit Lewandowski am Steuer. Ganz witzig. Und posteten sie, als sie eigentlich gegen Atletico Madrid ausgelost waren. Dann, meine lieben Freunde, kam aber die richtige Auslosung und dann wurde ja Bayern RB Salzburg wirklich zugelost. Und haben alle gesagt, hey, wusstet ihr das schon? Ihr habt quasi gepostet, bevor diese ganze Panne und die neue Auslosung war, habt ihr statt Atletico RB Salzburg gepostet. Ganz strange, meine lieben Freunde. Ganz strange. Später posteten sie dann auch gegen Atletico Madrid, also sie haben das dann erkannt, den Fehler. Und dann später wieder gegen RB Salzburg. Aber der FC Bayern hat sich sogar offiziell dazu geäußert. Sie sagten, nein, wir sind keine Hellseher. Es war eine hektische Auslosung. Da ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Wir freuen uns auf euch im Achtelfinale, sagten sie zu RB Salzburg. Und auch RB Salzburg postete auf Twitter, die Bayern haben es schon geahnt und ein Zwinker-Emoji. Freunde, das ist aber wirklich ein bisschen komisch. Also, ich glaube ja nicht an Verschwörungstheorien, aber es ist schon ziemlich komisch, dass die Bayern vorhergesehen haben, wen sie später bekommen. Also, irgendwie, Freunde, heute ist alles sehr komisch. Sehr strange. Aber natürlich, ich glaube hier an einen Zufall auf jeden Fall, aber einen höchst merkwürdigen Zufall. Ich meine, sehr unmöglich, dass sie das schon gewusst haben, aber komisch, dass ausgerechnet bei so einer Panne dann ein Fehler bei den Bayern passiert, der sogar die Wahrheit dann später. Vorher, Freunde, ich bin verwirrt. Ich bin einfach verwirrt. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.